Vorgestellt, Airport CEO, Vorschau Nummer 10. Wir waren letztes Mal hier drin und haben hier diesen, nicht den Laden, sondern den, nicht den Besitzer, sondern den Shop hier angeguckt. Und der braucht noch 5 Stunden, bis der abläuft. Und der braucht nur noch 4 Stunden und der war ja schon gelöscht, genau. Und hier oben hatten wir noch einen, der ja hat nur 8 Tage, alles klar. Verkäufe 8 von 1000, wie viel brauchen wir da? 1150, okay. Wie sieht es denn bei den anderen aus? 5000 kann man nicht schaffen. 138 von 1200, okay, das war schon mal nicht so schlecht. Gut, aber wir waren auf der Geschichte, dass wir hier Geld brauchen, um die Landebahn zu machen. Ja, da müssen wir ein bisschen warten. Ich habe schon auch ganz schnell gemacht, aber wir werden wahrscheinlich hier erst gucken, dass wir das hier wieder einrichten. Na, wir müssen erst einen loswerden, damit wir sehen können, was da für neu ergibt. Und dann müssen wir auch ein bisschen schauen, wie sich das so ergibt mit der Fläche, ne? Da waren ja Angebote, die mal Flächen haben wollten. Ja, da sitzt Leute, die ja was kaufen. So günstig ist das ja hier nicht mit dem Ein- und Ausgang, ne? Müssen wir überlegen, den Eingang anders zu gestalten, dass die von hier reingehen und durch den Laden durch müssen, ne? Oder? So, abgelaufen. Eine Strafe von 8.350 muss ich jetzt bezahlen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Okay, gucken wir mal gerade. 3 Sterne würden gehen. Oh hier, da geht auch der Bottle. Aber da muss man ganz viel verkaufen können. Auch hier sind noch mehr, die nicht von der Fläche her gehen. 3.000, 3.000, 5.000. Eigentlich müssen wir da gucken, sortieren nach Verkauf für Bonus, weil da gibt's ja die Strafe für. Weil ich glaube, dass es sich am Ende doch immer rentiert, oder? Hier 750, das kann man vielleicht schaffen, ne? Aber der braucht nur 54 Quadratmeter, die kriege ich doch hier unten irgendwo gebaut. Oder? 54 Quadratmeter. Warum wir jetzt erstmal hier unten hin? Ne, das. So. Das sind 44, 55. Müsste ja dann reichen, oder? Und das hier können wir sowieso abreißen. Weil das liegt ja auch an der falschen Stelle, ne? So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Der Ein-Sterne-Fritze war das hier. 2 Regale, ein Kassenschalter will der haben. Ne, wir wollen da nichts verzögern. Das heißt, Kassenschalter. Den müssen wir mal drehen. Die Typen stehen da, also machen wir es so. Und 2 Verkaufsregale dazu. Eins da und eins da. So, jetzt können die das basteln und kann ich den schon annehmen? Nein, geht noch nicht. Okay, müssen wir noch warten. Bis die es fertig gebastelt haben. Was macht's Geld? 92.000. So, dieses hier. Müssen wir mal gucken, wie groß wir das jetzt gestalten können hier. Oh, die sind ja jetzt sofort fertig. Warte, dann machen wir den Vertrag gerade klar. Unterzeichnen. So, da kommen die Leute schon und die Ware ist auch da. Und er guckt sich schon an, oder was? So, passt. So, da haben wir jetzt das. Nö, nö, nö. Egal. Ich brauche nochmal das. So, wenn ich das so mache, habe ich 190. 100, 190, 171 und das sind nur 80, 9 mal 162 oder wie viel sind es dann? 160, ja. So,
152 sogar nur. Jetzt da rein und gucken, ob wir einen Laden finden. Der braucht 152. Und 5 von 8 Regalen braucht er noch. Also 3 Regale müssen dann noch rein. Das bedeutet, wir machen hier noch so einfach. Machen wir drehen. 1, 3. Fertig. Da warten wir nicht. Und dann kommen die da rein. Diese hier können wir, glaube ich, alle abreißen, oder? Das war der hier, ne? Oder? 152, ja. Geht noch nicht. Alle Regale da, super. 152. Unterzeichnen. Läuft. So, jetzt haben wir da, da und da ein Geschäft. Und dieses hier ist an der falschen Stelle, also abreißen. Wie viel Geld haben wir? 122. Reicht noch nicht für die Landebahn. So, auf ein neues. Wie können wir denn hier so jetzt machen? 140, 150, 155 sind das, oder? Ich glaube, da gibt es vielleicht was für die Größe. Ne, da wollte ich jetzt nicht. Ich wollte einfach nur gucken, wann da ein Haken ist. Ne, 213, 213, 243, 309, 266. Nee, dann ist das erstmal die Fläche wieder weg. Weiß gar nicht, ob das Geld kostet, das zu setzen. Ich glaube nicht, ne? Ah, 150, 180, oder? Wir können das auch so ziehen, oder? Geht das? Das sind 210, oder? Wüsste ich nicht, dass da auch noch einer war. Wir machen das mal so gerade. Gucken da mal rein. Da ist einer. Der möchte nur noch 12 Regale dabei haben. Der auch. Der will nur 3050 Verkäufte für Bonus haben. Ich würde den nehmen. Miete pro Stunde ist richtig gut. Das heißt, wir brauchen noch 8 Regale mehr da rein. Das heißt, dieses Regal reißen wir mal ab und das auch, weil die beiden mir nicht gefallen. Das heißt, wir brauchen 10 Regale dazu. Dreh das mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oder so lieb ist, kriegt er noch eins mehr. Läuft, oder? So, da unten noch, da oben noch 2. Einer noch bitte. Wer ist da wieder am Fehlen? Da kommt er. Können wir sowieso schon aufmachen, weil zack, ein Regal brauchten wir ja sowieso weniger. Okay, Ware ist da. 0 von 3. 4 von 750. 3 von sonst was. Und 38 von 1150. Okay. Landebahn? Landebahn geht. Gut. Das bedeutet, mittlere Landebahn ausgewählt und Position gesucht. Ich würde sie hier unten hinbauen. Das war so mein Gedanke. Hier, vielleicht ein bisschen höher.
wenn man noch da hinterherfahren kann. So. Fertig. Läuft. So, was ist denn unsere Aufgabe gewesen? Ah, eine Parkposition sollen wir jetzt noch bauen. Mittelgroß. Und die würde jetzt sogar da unten hingehen, aber machen wir nicht, weil dann doch nicht so doll ist. Die drehen wir um. Wie viel Geld kosten die? Okay, 75 ist natürlich viel Geld. Die müssen wir erstmal zusammen haben. Gut, dann ist das erstmal nix. Ja, was ist hier jetzt da? Das läuft alles, oder? Ein Verkauf. 6. 6. 41. Gut, geht. Kommen die alle zu spät oder so? Okay, die Landebahn muss jetzt erstmal gebaut werden. Da sind sie natürlich ordentlich am Arbeiten dran. Ne? Und dann müssen wir so eine große... Oh, ist schon fertig. Cool. Gut, wie viel Geld haben wir? 14. Wir brauchen aber 75 für die mittelgroße Parkposition hier. Okay, was man natürlich auch noch haben muss. Sonst funktioniert das ja gar nicht. Ist hier ein Ein- und Ausgang, ne? Mittelgroß. Weil die bemalt... Ach so, weil die so schräg sind, ist das dann, ne? Okay. Braucht man das? Eigentlich nicht, oder? So, oder? Ist schick, oder? Brauchen wir auch zwei. Und dann Runaway. Rollfeldfundament. Asphalt. So, das bedeutet wieder mal 1, 2, 3, 4, 5. Das ist schon die Breite des Rollfeldes. Machen wir noch zwei mehr. Bis dahin und darunter. Das ist unsere Rollbahn. Okay. Okay. Können wir schon mal durchmachen, habe ich gedacht. Können wir aber nicht, weil Kohle alle ist. Na dann. So, 5. Das wäre dann passend, ne? Okay. Da muss noch viel gebaut werden. 2000 kriegen wir nicht hin. Okay. So, das ist dann schon mal richtig. Dann brauchen wir ja diese Punkte noch, ne? Dass es angebunden ist. Okay. Das sieht schon mal top aus, oder? Hier noch ein paar, da noch ein paar. Dann können die Flugzeuge da schon mal langfahren. Okay. Rollfeld weiterbauen. Okay. Passt schon.
Rollbahn ist gleich fertig. Okay, das klappt wohl alles so da. Lass mal da auch weg. Jetzt können wir gerade, bis das Geld wieder zusammen ist, die Punkte schließen. Okay. Krass, ne? Jetzt wird's Nacht. Warum wird der da nicht gemacht? Können wir da ein bisschen was mit dem Rollfeld machen? Und geht schon bis dahin. Geht das auch schon? Nein. Okay, aber jetzt geht's, oder? Jetzt haben wir schon 3 Meter nebeneinander. Okay. Das reicht noch nicht. Das geht aber schon so weit. Können wir ein paar Punkte machen. Geht noch nicht so weit. Das geht aber so weit. Diese Kachel ist immer noch nicht fertig. Ey, glaubst du es doch nicht, oder? Keiner da, der hier noch richtig arbeitet. Die laufen weiter. Rollbahn haben wir gleich fertig. Da müssen wir nur noch sparen für das ganze Dingsterbumster. Wie heißt es? Vielleicht sollen wir ein paar Leute mehr einstellen. Dann wird es vielleicht auch schneller gehen. Aber die kosten auch wieder Geld. Was wir wahrscheinlich nicht haben, ne? Da läuft einer noch da hinten. Macht da noch einen. Okay. Das vorne? Nein. Das sind wir noch nicht. Nee. 6000, da können wir wieder Rollbahn machen. Nee. Da sind wieder 2 gekommen, können wir wieder Punkte machen. Hier wird gar nicht gearbeitet. Entschuldigung. Da. Gibt's kein System hinter, oder? Die laufen zurück, nehmen irgendeine Kiste und die Kiste hat schon ein Ziel. Okay. Ja, der findet schon raus. So mittendrin, das muss man auch machen, ne? Sorry, jetzt wird wieder Tag. Gleich haben wir es. Also die Mittellinie.
einer da noch, einer da noch. Und der da vorne wird gar nicht fertig. Oh, ich habe schon zweite Spur. Wo läuft der denn jetzt hin? Der macht schon in der nächsten Reihe was. Okay. Der macht hier was. Okay, dann macht er da was. Fertig. Der läuft bis dahin, oder? Bitte. Nein. Ah, hier vorne ist fertig jetzt. So, jetzt noch dieser und dann diese. Und wir haben schon 36, wir können schon richtig Geld ausgeben wieder. Wahrscheinlich hier komplett lang jetzt, oder? Ja. Und da auch. Jetzt ist von Geld für die Dingens schon mal fertig, das ist schon mal cool. Brauchen nur die Punkte gerade zu Ende machen. Und dann können wir warten, bis wir Geld hierfür haben. 75.000, 24 haben wir schon. Da ist ein Punkt. Da auch. Vier Felder noch. Okay, der macht hier, oder? Will ich hoffen. Noch zwei da. War da nicht gerade einer? Nee, ne? Nee. Da kommt aber einer. Und dann kriegen wir das gleich fertig. Ja, nicht ganz, aber fast. Oh, Schnee. Also der macht das. Jetzt fehlt da unten nur einer. Und der ist schon unterwegs. Cool. Da haben wir das gleich. Und wir haben 50.000 schon. Das heißt, da unten kommen wir gleich auch zu Rande. Das heißt, das ist jetzt auch angeschlossen. Die können jetzt fertig bauen. Da fehlt noch einer. Oh. Kann man da Prio setzen, ey. Ja, sollen wir noch Leute einstellen? Aber wir sind ja alle beschäftigt, ne? War noch keiner da. Der könnte es sein. Er ist es. Er ist auf der richtigen Spur. Cool. So, Parkposition, mittelgroße sollen wir bauen. Aber reicht noch nichts Geld. 63 erst. Gut. Und er macht den Punkt. Wo läuft denn der hin? Nein, da hinten sind noch zwei Felder, die er auch noch macht. Das ist aber schade. Ich dachte, wir kriegten schon diese Linie durch. Doof. Der läuft zu tief. Der läuft zu hoch. Und der läuft da unten. Der läuft zu tief. Der läuft zu hoch. Zu tief. Kommen wieder noch zwei, drei, vier sogar. Der läuft zu tief. Zu tief beide. Der unten da, der jetzt hochläuft, läuft zu tief. Ja. Diese eine Kachel fällt da noch. Wir sind bei... Oh, wir können die Parkposition bauen. Nee, da. Gut, die müssen wir dann auch noch umdrehen.
und die muss hier angeschlossen werden. Und ich würde sie frühestens da einbauen, wenn nicht sogar dahin. Okay, erledigt. Was sollen wir dann machen? Stair Truck kaufen. Das war hier unten. Wirtschaft einkaufen. Da ist keiner bei. Da, Treppen Truck. Förderband, Vorfeld, kleiner Push. Gibt's noch einen zweiten? Nö, also den kaufen. Ein neues Produkt ist angekommen, sehr schön. Was müssen wir jetzt? Einen kleinen Grasplatz verbessern. Ist gerade kein Gras, ist gerade Schnee. In Asphalt umwandeln. Ja, haben wir. Jetzt müssen wir den Tankservice A1 Treibstoff für freisetzen, den wir schon vor, weiß ich wann, Folgen machen wollten. Ne? Gut, wie viel haben wir? 20.000? Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht machbar. Irgendwie 250.000 oder was kostete der? Das ist der schwarze. Ah ne, ist doch nicht. Entweder 60 oder 80? Wahrscheinlich. Aber der reicht noch nicht. Gut, 20 sind es nicht. Gut, dann, wo sind wir da jetzt? Nochmal rauszoomen, da unten. Gucken wir, dass unser Rollfeld fertig wird. Ah, die Kachel ist immer noch nicht fertig. Hier ist schon das Ende gemacht. Da kommt er. Oder ist am Ende noch? Könnte auch noch zum Ende laufen. Ist er hier oder da hinten? Er ist hier. Gut, das bedeutet, dann ist die Linie fertig. Ach so, wir müssen jetzt hier noch hoch. Genau. Die mittelgroße Parkposition machen sie dann noch. Ja, da kann man schon hinfahren, ne? Da läuft auch einer. Da unten kommt einer wieder, da kommen einige wieder. Der läuft schon vor. Die Kurve hinten ist auch schon fast fertig. Ja, kriegen wir hin, oder? Tja. Läuft doch, oder? Wann passiert das? Achso. Hm. Da können wir jetzt noch nichts sehen, weil die Position noch nicht fertig ist. Dann funktioniert das noch nicht, ne? Achso. 30.000? Ne, so viel war das auch nicht, ne? Können das ja mal bei 30.000 checken, ob wir diese Zahl so lesen. Nee, ist mehr wie 30.000. Ja, es sieht auch oben nach 60.000 aus, würde ich sagen. Ja, die sind kräftig am Arbeiten hier. Und wir sind im Bereich, wo wir sagen können, wir unterbrechen die Folge hier. Die Jungs sind schön am Rackern. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir weiterkommen. Erstens, weil wir noch kein Geld haben. Zweitens, weil das hier noch nicht fertig ist, ne? Was machen unsere Geschäfte gerade noch zu gucken? 18 von 750, 12 von 3050 und 30 von 3150. Und hier oben 85 von 1150. Okay, das wird alles nicht so funktionieren, wie wir das wollen. Gut, aber ich glaube, die Stundenmiete, die rentiert sich insgesamt, dass das funktioniert. Ne? Das kriegen wir dann trotzdem hier rein. 50.000, warte mal. Aber das war nicht 50.000, das war mehr, oder? Nee, es war nur 50.000. Cool. Oder hatte ich gerade mehr? Weiß ich nicht. Müsste mal im Video gucken nochmal. Gut, der Sprit wird also auch freigeschaltet. Das ist ja schon wieder der nächste Schritt hier. Ja, und dann müssen wir weiter gucken, dass es hier fertig wird, oder? Machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt der Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn das nächste Video kommt. Und ja, wenn noch kein Abo habt, macht eins. Kommentare gerne, schreibt rein. Dann können wir da was kombinieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.